Es wird schon gleich dunkel, es wird gleich halb acht. Wir sitzen im Auto. Willkommen am Sonntag. Wer möchte denn heute nicht auf YouTube? So ein Glück aber. Die Flohmarktsaison neigt sich dem Ende zu. Die Kinder reden schon seit letzten Sonntag davon, dass sie zum Flohmarkt möchten. Ich muss auch dringend hin. Ich brauche nämlich Sakkos. Ich bin hochmotiviert, mir heute kein Sakko zu kaufen. Höchst motiviert. Die von voriger Woche stehen noch vor der Tür. Wir sind da in der Nebelwand, zeigen euch mal kurz die Wolken und danach reden wir über Märkte und ob sie noch zeitgemäß sind. Das machen wir so. Das hätte ich zwar schon einmal aufgenommen, das war aber dann dermaßen schlecht, dass ich es gerade ohne Hemmungen gelöscht habe. Los geht's! Das sind wir also. Mit den Märkten. Frau Schmatz, bitte beginnen Sie. Ja, jetzt hast du mich überrumpelt. Was Wieso? Genau es waren doch eh gerade 19 Sekunden lang Wolken. Da hast du was genau ist das Thema? Was ist die Frage? Das Thema ist, ob sowas wie ein Resalmarkt noch zeitgemäß ist, ob das noch Zukunft hat, ob sich das für die Standler rechnen kann und ob wir uns nicht drüber hinweg entwickeln sollten. Das ist sehr schwer zu beantworten. Also das eine ist, gehe ich dorthin, weil ich was kaufen will? Nein, definitiv nicht. Wenn ich was kaufen will, dann kaufe ich das heutzutage hauptsächlich online. Insofern ja, die Märkte sind sicher veraltet. Auf der anderen Seite ist es etwas, was für uns immer ein sehr netter Familienausflug war. Mit hingehen, herumgehen, alles anschauen, ein Langosch essen. Stopp, dann kaufst du was. Was zu essen, das stimmt. Ja. Aber nichts Materielles, sondern etwas, was ich esse. Weil ich sagen muss, ich mag Langosch eh nicht besonders gern. Aber es ist halt eine traditionelle Geschichte, das Ganze. Und Traditionen haben ihre Berechtigung und dürfen aufrechterhalten werden. Gefährliches Thema. Gut. Erklär es uns ein bisschen genauer. Nein, jetzt bist du mal dran. Ich? Ja. Ich sag mal, der Markt ist nicht mehr das, was er mal war. Punkt. Wenzel, was sagst du? Bitte laut, weil du bist weit weg vom Mikrofon. Ich finde, man sollte das schon noch weitermachen. Und wie die Mama schon gesagt hat, man kauft halt dort ein Langosch, das heißt, der Langoschstand rechnet sich auf jeden Fall. Ja? Ja. Auch der mit den Schokoladefrüchten ist sehr beliebt. Ja, also. Ich finde, man sollte es weiter. Und der Nino? Ich sag genau dasselbe wie der Fans. Der Nino hat es schwer, weil der ist jetzt 5 und hat seit 2 Jahren keinen Resalmarkt erlebt. Ich meine, was soll er dazu sagen? Ne? Gut, na gut, dann holen wir ein bisschen aus. Ja, aber ich weiß was. Bitte. Es ist eh bald wieder Resalmarkt. Richtig. Die Situation ist bitte folgende. Der Markt ist ja entstanden aus einem Anlass. Also der typische Markt, und es ist ja so, dass in jedem Ort irgendeine Art von Markt etabliert war oder noch immer ist, ist ja entstanden aus irgendeinem Event. Die haben eine neue Kirche eingeweiht, zu der Kirche sind war auch in der Öffnungsdatum, das ist in der Zeitung gestanden, die Leute sind hergepilgert von überall. Die Bauern haben sich hingestellt mit ihren Gesöchten, Brote und Käseprodukte und Milchprodukte und was weiß ich, was Neues gegeben hat. Die Leute waren in der Kirche, haben dort gebetet, danach haben sie einen Hunger gehabt und die haben was gekauft. So. Das hat sich so gerechnet, dass die Bauern gesagt haben, nein, nächstes Jahr am selben Tag feiern wir den Markt nur einmal, da feiern wir die Kirchen.
Weil dann ist es ein Jahr alt, dann machen wir ein Geburtstagsfest für die Kirchen und dann können wir wieder unser Klumpert verkaufen. So ist der Markt entstanden. Ein gutes Konzept. Im Laufe der Zeit hat sich dann herausgestellt, dass bei dem Markt immer ganz viele Leute waren und den Leuten war dann ziemlich fad, während sie gewartet haben. Und dann sind die Schausteller dazugekommen, die mit den Schiffsschaukeln und mit allen möglichen Sachen und mit einem kleinen Kreiselspiel und mit einem Wurfspiel und mit sonstigen Sachen. Und das war weiter. Jetzt stellt sich die Frage, warum ist das in Alenkwa nicht geglückt? In den ganzen umliegenden Orten, Städten, wenn da ein Markt ist, Michaeli Kirtag oder was weiß, Baba Kirtag, was es gibt, dann steht dort auch ein Fahrgeschäft oder mehrere. Da können die Kinder mit Ringelspiel fahren oder sonst was. Das ist in Alenkbach nicht der Fall. Im Gegenteil, man hat mir sogar mal vor einigen Jahren erklärt, dass das nicht erlaubt ist im Alenkbacher Markt, denn da hätte ich gerne einen Flipper hingestellt. Aber ich dachte, da sollen die Leute ein bisschen Flipper spielen und schon dort sein. Nein, Riesentheater ist nicht erlaubt. Habe ich gesagt, ich stöße am Ende des Marktes, wo schon am Marktende ist, kennt es dann eben nicht. Aber ich habe es dann nicht verfolgt. So, das ist in Alenkbach nicht gelungen. Das heißt, wir müssen einmal uns distanzieren vom Volksfest, wie man es aus St. Pölten kennt, wo auch der Langostand steht und ein gutes Geschäft macht und hochmodern die Krebs dabei sind, die verdammt gut waren, möchte ich hier nochmal betonen dieses Mal. Und halt die Fahrgeschäfte. Das ist in Alenkbach nicht so. In Alenkbach gab es das mal am Muttertagswochenende. Im Mai, glaube ich, war das. Da war beim Roten Kreuz drüben ein Volksfest in meiner Kindheit. Mit einem Bierzelt, mit Bratwürsteln und mit Autodrom und da und wie die alle heißen. Mit allen ganz tolle Sachen. Das hat es doch bei Florianikirtag auch einmal gegeben. Bei Florianikirtag ist ein Ringelspiel gestanden oder Autodrom ursprünglich. Und das war der Versuch, den zweiten Markttag, für den Neulenkbach eigentlich das Recht hätte, wieder zu beleben, ist aber aufgrund der schlechten Annahme wieder gestanzt worden. So, jetzt kommen wir zurück zum Reselmarkt. Der Reselmarkt war in meiner Kindheit ein Ries. Ja? Da haben sie die Standler saniert. Ja? Weil es gab kein Internet. Es gab in Alenkbach keine vernünftigen Geschäften und die sind mit jedem Schaß daherkommen, sage ich jetzt aber ganz unverblümt, haben dort verkauft die Unterröcke für die älteren Damen, die Strumpfhosen, die Musikkassetten, die bespielten Musikkassetten. Ja, sowas hat es mal gegeben. Kinder, damals war nichts mit Runterladen auf MP3-Player, da gab es Kassetten. Ich zeige euch das demnächst bei Planlos mit Lötkolben. Nein, nicht planlos mit bei Computerschmarrn Datensicherung. So, da zeige ich euch das irgendwann mal. Und ganz andere tolle Sachen, ja. Und der Köcher hat sein Bratwurststandl aufgebaut und hat sich saniert. Dass der eine Tag Bratwurst verkaufen, hat er ein Jahr lang über Wasser gehalten. Unmengen Spielzeugstände, ja. Und damals war das noch so, da konntest du nur in ein Geschäft fahren, in eine Stadt, um viel zu sehen. Oder du hast einen Quelle-Katalog genommen, wie hat das zweite Kassen, nicht Quelle, sondern Universalversand. Universal, ja. Die hast du nehmen können und hast da was bestellen können. Ja, das war ein Riesengeschäft. Und dann sind die Inder dazu gekommen und haben da ihr Klumpert verkauft. Und dann hat dieses elektronische Spielzeug Klumpert absolut überhand genommen. Meine Familie hat das immer so gehandhabt, wir sind durch den Reselmarkt gegangen und dann sind wir bei der Frau Klemme in den Spielzeugchef gegangen und haben dort was gekauft, weil dann hast du ein Lego gekriegt oder was Vernünftiges. Ein Lego gibt es ganz selten am Reselmarkt, gell? Oh ja, haben sie schon immer. Nein, das wie heißt das andere? Wie heißen diese... Nicht Playmobil, sondern diese Traktoren und so Sachen. Bruder gibt es Unmengen, aber Lego gibt es ganz viel. Naja, das war immer unser Konzept, ja. Und ich stelle aus heutiger Sicht die Frage, wie ist denn das rechtlich mit Garantieansprüchen? Wenn ich da bei dem indischen Kollegen Adidas Verschnitthosen kaufe, wie kann ich die reklamieren? Ja. Heutige Sicht, natürlich, der Langostand rechnet sich überhaupt, wenn er 5 Euro kostet, der Langosch. Der rechnet sich richtig.
so viel kann das Gas gar nicht kosten, dass sich der nicht rechnet. Es rechnet sich sicher auch das Süßkramgeschäft. Wahrscheinlich rechnen sich auch die Heliumballons. Und auf jeden Fall rechnet sich der Karikaturenzeichner und der Käsestand. Weil der Käsestand, der braucht nur ein halbes Kilo Käse verkaufen an den Tag und der rechnet sich schon bei den Preisen, die die haben. Ja? Und wir fallen jedes Jahr wieder drauf rein, aus dem Käse, aus dem Bregenzer Wald. Ja, also die Lebensmittelstandler rechnen sich. Die Frage ist natürlich, wären die anderen Standler nicht da, wo die Leute schauen und sich vielleicht irgendeinen Fahrhobel andrehen lassen oder einen Fensterreiniger, dann würden keine Leute kommen und auch keinen Langosch kaufen. Nur weil da irgendwo in einem Ort jetzt drei Langoschstandeln und drei Süßkramstandeln stehen, werden die Leute nicht von überall daherpilgern. Also das würde sich nicht rechnen. Es geht doch nicht immer nur darum, ob es sich rechnet. Sondern natürlich geht es für den Standler darum, ob es sich rechnet. Standler, aber für den, der hingeht. Ja, aber das ist ja auch ein soziales Event, dorthin zu gehen. Man trifft dort Leute, also zumindest sehe ich das. Ich glaube, du hast meinen Punkt nicht verstanden. Ich habe gesagt, wenn es sich nicht rechnet, werden keine Standler kommen. Und wenn keine Standler kommen, gibt es kein soziales Event und keine Langosch. Ja, ja, natürlich. Da kannst du ein Bratwurstfest machen. Andererseits, ja, bei der Feuerwehr, beim Heurigen geht es auch nur ums Fressen. Ja. Und die Leute kommen trotzdem. Ja, nun. Und ich sag dir was, es geht auch oft nicht ums Essen, es geht um was anderes. Aber wurscht. Um was? Um Sex? Na, ums Saufen. Achso, ich glaub, um Sex. Nein. Das ist, war ja tut. Ja, ums Saufen geht. Das ist aber genau genommen am Rieselmarkt relativ gering, das Saufen. Ich glaube, das kommt erst später am Abend. Das ist dann, wenn wir schon weg sind. Aber es gibt halt nicht viele, das werden wir heuer ausprobieren. Die Frage ist, es gibt ja nicht viel Saufstand und früher hat der Reiter eins gehabt, der macht das jetzt naturgemäß nicht mehr. Wir können ja heuer mal beim Durchgehen schauen. Ja, wir werden, ich weiß, es gibt diese Bumsstandl, aber naja, es ist natürlich die Frage, ob ich heuer filme. Ne? Ich habe ja 2010 gefilmt, und 2006, 2010 habe ich gefilmt, 2012 wahrscheinlich 2012 oder was, 13. Sicher gefilmt. Nein, ich glaube, das war 2012. 12. Das sind wir aber jetzt 10 Jahre später. Bist du denn mal so alt? Puh. War das da, wo ich mein Schaf gekriegt habe? Das Schaf hast du das ziemlich am Anfang mal gekriegt. Ja, da warst du ein ganz kleiner Knie. Da warst, das war 2011, wie du dein Schaf gekriegt hast. Da gibt es ganz tolle Geschichten. Ja, also. Und es ist halt leider so, dass schon. Ja, was die Körbe sind auch dort, die geflochtenen Körbe. Die kann ich sehr empfehlen. Ist ja gut, ein paar Küchengestandl sind dort. Aber natürlich ist 90% der Ware, die dort ist, ein Schaß, ein Klumpert. Ja, das kann man schon ganz ehrlich dazu sagen. Aber die Angora-Unterhosen gingen. Tja, also das Konzept des Marktes ist sicher nicht. Also, der Markt wird ja auch kleiner. In meiner Kindheit war er jedes Jahr größer als im Jahr davor und schon seit 2006, wo ich zu filmen begonnen habe, das weiß ich, 2007 war es, 2007 habe ich gefilmt. Was, 2007? Ach, ich habe keine Ahnung, 5 Jahre Rieselmarkt hat es geheißen, 2006 bis 2010 muss es geheißen, keine Ahnung. Schmatz am Platz findet ihr es auf YouTube, da 5 Jahre Rieselmarkt. Weite Filme drüber. Es ist, ehrlich gesagt, wenn ich hingehe, ich bin jedes Jahr mehr enttäuscht gewesen als die Jahre davor. Also abgesehen davon, dass es die Musikstandl nicht mehr gibt, was jetzt fürs Filmen optimal ist, dann hast du keine Probleme mit dem Copyright. Aber die Waffenabteilungen haben zugenommen. Es gibt vielleicht noch 5 Standler mit Standlerphilosophie, also der Menschenschlag des österreichischen Standlers, Fahrgeschäfts, Fahrhändlers, nimmt massiv ab. Es gibt den Fensterputzer, es gibt den Fahrhobelmann, zumindest vor 2 Jahren oder 3 Jahren noch, und es gibt den Antypen mit dem Klapperl im Mund, der immer so komische Geräusche macht, und ansonsten der Käsemann,
wenn der Senior da ist, schreit er auch noch ein bisschen herum, aber sonst ist es eher schon sehr migrantendominiert, sage ich mal. Also dieses klassische österreichische Marktgeschäft würde ich hier nicht mehr sehen. Aber lassen wir uns überraschen, vielleicht ist es heuer ja anders und ich werde so klein eingestehen, dass dieser ganze Gedanken am Sonntagsbeitrag falsch war. Du wolltest noch was sagen? Nein. Nein. Du hast mich jetzt zweimal unterbrochen, denkt sie sich, jetzt sage ich nichts mehr. Pech gehabt. Schauen wir uns die Covid-Zahlen an. Es hat nicht funktioniert, ich habe Sakkos gekauft. Sakkos wären aber nicht wirklich das Problem. Das Problem ist das, was ich gekauft habe. Ihr wollt nicht wissen, was es gekostet hat, aber Mann, bin ich blöd, oder? Es ist unglaublich. Covid-Zahlen und Fakten für den 16.10.2022. 9.224 laborbestätigte Fälle, 15.250 Genesene und 978,7 ist die 7-Tage-Inzidenz. Die Schlagzeilen. XI, Totalversagen, Verfolgungsjagd, Sturm, Feuer, Provider! Das war's schon wieder. Mein Hund ist mega nervös, denn der will raus. Ich verstehe es, denn heute war Kindergarten und Leute waren da und zwar genug Leute. Deshalb hat er wahrscheinlich schon Druck. Deshalb schnell das Video und dann gehen wir. Wir sehen uns bis später, bis dann, bis irgendwann morgen auf diesem YouTube-Kanal. Thank you.